Mein Vater ist Fleischermeister und ich durfte schon als Kind sehr viel Erfahrung in dem Bereich sammeln. Bin aber dann Einzelhändler geboren und im Nachhinein auch Koch und bin durch das Kochsein wieder an die Fleischware rangekommen und darf jetzt diese schöne Fleischtheke leiten. Fleisch dekoriert sich von alleine, meiner Meinung nach. Natürlich darf Deko nicht fehlen, gehört absolut mit zu unserer Fleischtheke mit dazu. Aber gutes, frisches Fleisch, am liebsten aus der Region, ist mir natürlich super wichtig, dass die Fleischtheke schön aussieht. Wir dry-agen eine schottische Ferse und zusätzlich machen wir ganz speziell einen Buttersteak hier vom argentinischen Entrecot. Das wird in eigener Kräuterbutter eingewickelt und dann nochmal eine Woche nachgereift, damit die Aromen schön ins Fleisch reingehen. Momentan in der Winterzeit machen wir fast wöchentlich unseren Sauerbraten selbst, den legen wir ein. Wir sind ein Händler, der hauptsächlich Fleisch dazu bezieht. Wir stellen so keine eigenen Fleisch- oder Bratwurstsorten her. Wir haben einen super Top-Fleischer, Fleischerei Oberbeck hier aus dem Ort, mit dem wir super eng zusammenarbeiten. Hier aus der Region ist unser Bauer Lüsse. Der hat die Firma Lecker Natur gegründet. Da kriegen wir Schweinefleisch außer Haltungsform 4 her. Mir ist super wichtig, dass auch die Nachwuchstalente, die bei mir an der Fleischtheke sind, diese Erfahrungen mitmachen dürfen, dürfen auch bei mir Fehler machen und dürfen auch Verantwortung übernehmen. In meinem Markt gibt es keinen Azubi, der nicht auch gerne mal 2 oder 3 Tage bei uns an der Fleischtheke aussieht.